Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. I got broads in Atlanta. Just a dolly in the family. Credit cards in the scams. Hitting the licks in the van. Legacies. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Escape from Tarkov. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe für euch wieder mal eine Nachtrunde auf Customs. Ich hatte an diesem Tag einfach einen guten Lauf, deshalb war ich so oft auf Customs in der Nacht unterwegs. Ich kam auf jeden Fall auf meine Kosten. Ich wünsche wie immer viel Spaß und gute Unterhaltung mit diesem Gameplay. Los geht's! Der Vorteil ist halt nachts, man kann dich nicht sofort sehen. Ich habe jetzt auch kein Nachtsichtgerät, aber das ist nicht schlimm. Und die Bots, die sehen dich auch kaum. Ist auch gut. So, ich gehe mal eben hier hin. Ich höre jemanden. Okay, ein Bot. Da ist irgendein Bot, der sich verletzt hat. Wahrscheinlich durch den Stacheldraht gelaufen. Wahrscheinlich geht er jetzt zu mir. Autsch, das war laut. Na, jetzt kommt einer. Ah, nicht so laut. Oh oh. Spieler. Geh mal schnell den einen Typen hier looten. Ne Toss. Aha. Ah, der hat die Vierer-Magazine. Die könnte ich eigentlich auch mitnehmen. Einmal zum die Erfahrung sammeln, wenn ich die aufsammle. Also nicht wundern, wieso ich immer Sachen einpacke und dann wieder auspacke.
Oh, hier ist einer. Ein Botti. Schnell nachladen. Ich glaube, da war jemand. Okay, das war eine Granate. Aber die war ein bisschen weiter weg. Das Blöde ist, ich will jetzt nicht zu dem Bot laufen und den looten und nachher kommt einer und schießt mir in den Kopf. Da, da. Irgendwo hier. Irgendwo ist da einer. Da ist einer, guck mal. Da war einer. Ein Spieler. Ich hab doch gewusst, dass hier einer ist. Also habe ich mich nicht getäuscht, okay. Junge, Junge, Junge. Das war aber jetzt überraschend für mich. Ich muss schnell nachladen. Ich wusste gar nicht, wo der herkam. Aber der Spieler, der lief da so ganz schön langsam, schön vorsichtig. Nur der hat halt nicht damit gerechnet, dass ich ihn gesehen habe, beziehungsweise vorher gehört habe. So, wo ist der Typ hier? Aha. Eine Schrotflinte. Mal gucken, vielleicht hat er ja was Schönes. Ja. Nee, pack ich erstmal ein. So. Wo bin ich hier? Nein, 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 falsche Richtung, falsche Richtung.
Eine TT. Eine TT. Die Magazine, die können wir doch hier reinpacken. Okay. Level 3. Kann man hier eigentlich Pistolen reinpacken? Oh, tatsächlich. Tatsache. Und Magazin. Okay, ich laufe einfach mal weiter. Warte mal, ist hier eine rübergelaufen? Ich habe so den Eindruck, dass eine hier über die Straße gelaufen ist. Ich hoffe, ich habe mich getäuscht, weil nicht, dass er da irgendwo hockt und auf mich wartet. Ah ja, ich sehe eine Taschenlampe. Oder? Nee, nee, doch nicht.
Ah, jetzt kommt irgendwie so ein Licht vom Mond. Ganz schön hell. Ganz schön hell. Okay, der wird geballert. Also in die Tankstelle gehe ich erstmal nicht. Weil das Risiko will ich nicht eingehen. Ziemlich still. Also hier ist der Vorteil, dass alles ausgeleuchtet ist, dann kann ich sehen, wenn jemand hier rumläuft. Okay. Das war in der Nähe.
Okay, das. Das ist hier drin. Das ist hier hinter der Mauer. Okay. Ein Bot. Aber der war verletzt. Aber wie ich an dem vorbeigelaufen bin, ich habe den gar nicht gesehen. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße. Ich hab den gar nicht gesehen. Ach du Scheiße. Leute, Leute, Leute. Och nee, zwei Blutungen. Fuck, und ich hab nur eine Bandage. Wieso kann ich die nicht benutzen? Komm. Schnell den Typen looten. Firefoxer. Level 10 schon, okay. Ja, der hat eine Bandage. Yes, Baby, wir haben eine Bandage und sogar noch eine Heilung. Aber wie der da lag und die ganze Zeit gehockt hat. Eine SKS. Ich glaube, ich nehme eine SKS mit. Ja. Gut, dass ich noch reagiert habe. Gut, dass ich noch geschafft habe, ihn zu killen. Also wenn der Schalldämpfer hätte, dann weiß ich nicht, dann hätte ich den wahrscheinlich nicht direkt gesehen. So kann ich durch sein Feuer ihn schnell entdecken. Eine AKM. Aha, guck mal, der hat eine AKM gehabt. Eine schöne AKM. Ja, ich glaube, dann machen wir das so. Ich tue mal die Tasche raus. Die TOZ nehmen wir mit. Ja, komm. Ich trinke mal was.
Ich höre jemanden. Ja, vielleicht war es doch keiner. So, wir haben noch 23 Minuten. Noch eine Weste. Okay. Eine Seige. Eine M133. Da haben wir es doch. Hallo Hubert. Grüß dich. Ich schmeiß mal eben hier meine Sachen um. Dann nehmen wir nämlich die die M133, so. Und dann machen wir uns langsam auf den Weg nach Hause. Moment. Warte mal, wir machen das so. Ah, guck mal, hier ist noch einer. Oh, eine SKS. Jetzt, kurz überlegen. Ein IFAK. Das nehme ich gerne mit. Das nehmen wir. Warte mal, kann ich das vielleicht nicht hier einpacken? Level 3. Ich tue den mal weg. So. Ja, eine SKS ist ja eigentlich auch geil, ne? Aber. Ne, die TOZ müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, deswegen. Deswegen passt das. Müssen wir die SKS hier lassen. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal raus, ne? Warte mal, ich gehe mal eben in die Halle. Okay. Einmal nachgucken. Ja, guck mal. Kurz vor Schluss noch ein bisschen essen. Mal gucken, was hier drin ist.
Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere einfach meinen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht, die Glocke bei YouTube zu aktivieren, ist ganz wichtig. Oder wenn du im Livestream mit dabei sein möchtest, kannst du mir gerne auf Twitch folgen. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao, Leute!